Nö, ist ein Rundgang. Rundgang in das Maul von einem Reaper? Nein. Das ist doch schon wieder Sea Strider-Gebiet. Jo. Okay. Gehen wir kurz da vorne hin, einfach nur um die Karte aufzudecken. Das ist das Loch, wo wir gerade rauskamen, ne? Ja, da ist noch so ein Bogen, aber der ist viel zu klein. Da ist noch so ein Bogen, das ist schon ein bisschen auffällig. Ja, und auf der Rückseite ist wieder ein Durchgang, wo wir eben gerade schon rein sind. Jo, da ist ein großer. Also eventuell hängen die beiden wirklich zusammen und das Radiosignal kommt von da drin. Aber da kommen wir halt nicht rein in das Teil. Nächster halt hier vorne. Und dann scharf rechts. Interessant aus. Ganz viel Schlote. Ganz viel Azerite. Aber keine. Die Gasopods mögen das echt gerne hier bei den Schloten, ne? Schön mollig warm. Haben hier Ruhe. Nö, ist einfach nur offene Vertiefung. Und rechts von uns ist jetzt der große Bug. Oh. Nein! Da haben manche nur drauf gewartet, ne? Oh Gott, ich habe vergessen, das Ding aufzuladen. Da hat er auch nur drauf gewartet, der Arsch. Sea Trailer Path. Menno, Menno, Mensch. Oh, 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 ja, wir werden umzingelt. Jetzt ist die Motte weg. Okay, okay. Eine neue Motte bauen. Wenigstens ist das Seetang-Ding nicht drin gewesen, ne? Das wäre ein bisschen schwieriger zu bauen. Das hier kennen wir alle schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang husch. Das hätte ich viel lieber in einer Motte hier alle angeguckt. Da oben noch. Ja. Also wir haben jetzt die Diamanthülle da verloren, wir haben ein Torpedosystem verloren, wir haben einen Sonar verloren und was ist das vierte? Oh, das Tiefenmodul. Was braucht man für das MK2 Tiefenmodul? Platin. Ja gut, wir sind schon in der Nähe von dem Sea Strider Gebiet. Das heißt, Riley wird sich dann hier wahrscheinlich wieder eine Weile beschäftigen. Platin holen, 8 Magnetit. Dafür wird er entweder nochmal zu Hause die heiße Quelle da checken müssen. Da spuckt es ja manchmal das aus. Oder sonst in dem 250er Degassi Gebiet, da wo diese lila Pilze sind. Da haben wir auch Magnetit gefunden. Also es geht, aber es ist trotzdem sehr unangenehm. Und das Plastil-Ingot
ist Volcanic Traces, die wir ja inzwischen zu Tonnen haben, Lithium und Titanium-Inge. Das geht alles. Okay. Platin ist gerade das Bottleneck, was das angeht. Eigentlich wurde ich genau hinter mir. Da, wo der Reaper ist, genau. Genau da wollte ich kurz aufdenken. Nur noch Mottenreste im Maul. Arsch. Ja, also der Bogen, das fragt dann vielleicht irgendwie, aber das ist nicht tief genug. Das da. Und sonst hier vielleicht, das ist auch ein kleiner Bogen. Und das Ganze wieder oben müssen wir auch noch checken. Nicht mehr in diesem Trip. Wir waren jetzt schon ziemlich lange unterwegs. Mit ordentlichen Gefahrenquellen und allem. Wir sollten jetzt erstmal in ruhigere Gefilde gehen. Neue Ressourcen sammeln, neue Motte zusammenschrauben. Und dann gucken wir weiter. Abermals auf der Suche nach der heiligen Batterie, an der alles hängt. Da, Sea Threader. Ja, dann war es jetzt eine ultra kurze Pause. Aber ich denke, die Motte zusammenbauen dauert eine Weile und das macht Riley lieber fix alleine. Heißt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn er genug Platin hat, um die Motte samt allen Modulen zu bauen. Und dann... Da haben wir doch eine Safe Shadows nicht ordentlich aufgedeckt. Oh, das können wir noch zusammen machen. Ich meine, das sollte ja nichts passieren können. Backup-Tank ist Feuer. Ist richtige Richtung? Genau, also hier oben wollen wir komplett noch nicht. Ja. Da hinten ist die schwebende Insel, ne? Ne, das da hinten ist die Plattforminsel. Okay. Also, das Safe Shallow Gebiet hier. Ganz normales Korallenriff, wo wir auch aufgeschlagen sind. Wird jetzt durchsucht nach irgendwelchen Auffälligkeiten. Und Bomberfische schon wieder. Wird untersucht nach irgendwelchen Auffälligkeiten. Also vielleicht schnappt unsere PDA ja auch irgendwo einen Wrack auf. Seagleit-Sachen brauchen wir nicht. Die sehen schon mal abgefahren aus. Das denken sich die Bomberfische leider auch immer wieder, ne? Gehört das hier noch dazu? Ne, das hier kennen wir. Also so halb das ganz tiefe auch. Das ist echt super praktisch mit den neuen Tanks hier. Also neuen Tanks, aber mit den großen Tanks. Nee. Ja, hab dich gesehen. Euch habe ich nicht gesehen, ist okay. Safe Shallows nennen sie das. Und überall sind explodierende Dinge. Mich auch. Ah, kann man da rein? Jo. Also sieht hübsch aus. Es hat auch, wenn man die Ressourcen gerade bräuchte, eine Menge. Gerade die Pilze hier werden super viel Säure.
aber auf unserem aktuellen Stand nicht so wirklich interessant. Das ist das Mobile Base, blubdiwub. Ja, nö. Unser... Oh, warte. Ein Wrack. Da unten? Da unten soll irgendwo ein Wrack sein. Da unten ist ein Wrack. Das kommt mir bekannt vor. Oh. Das Loch ist irgendwie interessant. Das ist voll. Ich glaube hier... Ne, da ist ein Seaglider und ein Data-Dingens. Kompass? Ja, der ist bekannt. Mobile Vehicle Blob. Das Ding funktioniert auch, sehr gut. Bin ich jetzt Batteriensender? Nee. Alles nur Mobile Vehicle Bay. Es wäre eine schnellere Möglichkeit, da ranzukommen. Aber die gab es eigentlich auch so schon zu Genüge. Okay, und Stuhl und Bank. Also was hätte man am Anfang hier auch scannen können? Ne, dann können wir dich markieren als abgehakt. Hier musste man mal nicht irgendwo durchschweißen. Ganz ruhig. Dann füllen wir jetzt den Haupttank nochmal auf und dann gucken wir uns die Höhle an, da drunter. Das fand ich nämlich ein bisschen auffälliger, dass direkt neben dem Wrack so halb versteckt ein Höhleneingang ist. Einmal runter. Genau hier. Und dann auf der Rückseite davon da runter. Alternativ. Sind die miteinander verbunden? Okay. Quetsch, quetsch, quetsch. Achso, das führt nur in das offene Cape-Gebiet. Schade. Nee. Nee, nee, nee. Hey, ein neues Wrack, von dem wir nicht wussten. Das ist okay. Was ist mit den ganzen? Warum sind hier so viele Sachen nicht ordentlich markiert? Das ist doch direkt bei uns. 250 Habitat. Ich mach das jetzt auch noch fix. Und danach kann sich Riley um die ganzen Platin und andere Sachen kümmern. Das heißt, wir schicken jetzt erstmal komplett in die gegenüberliegende Richtung, um irgendeinen Wrack zu checken, was schon vor Monaten, sind sie ja inzwischen, angeguckt wurde. Nur um sicherzustellen, dass da nicht zufälligerweise irgendwie eine Batterie drin liegt. Und danach darf man den ganzen Weg zurück zu den Sea Shreddern und Feces aufsammeln und nach Platin durchsuchen. Das klingt super nett. Hallo, Base. Muss nach rechts rum. So, ein Ticken weiter weg, ne? Ja. In der Nähe von dem Degassi-Ding. Ich glaube, das sind ja aber nur diese halben Wracks, die nicht mehr wirklich so sind, dass man reingehen kann, sondern einfach nur ein Haufen Schrott. Mit ein paar Kisten drumrum. Ja, genau voraus. Ja, sowas hier. Das zählt als Wrack. Sample Analyzer. Nö. Die Sachen müssen alle hier nochmal neu reingespült worden sein durch irgendeinen Fehler. Aber hier sollten wir eigentlich schon vorbeigekommen sein von der ganzen Weile.
Ich zerleg's mal, damit man, ja. Falls wir hier irgendwann wieder scannen sollten, dass es dann da nicht auftaucht. Hoffentlich. Dich. Okay. Also, das Wrack abhaken. Dann haben wir in der Richtung noch eins. Muss man noch ganz kurz ins Ziel gleich hier unten. Ziemlich nah dran an der Aurora und den Reapern. Die Richtung. Und lass mal ein bisschen was davon hier. Das da wird sein, hm? Also mal ein richtiges Wrack. Da sehen die Kisten aber schon geplündert aus. Ah ne, ist noch ein Ziegler. Was bist du? Oh, nix. Wobei noch ein Ziegler, den nehme ich schon mal für. Genau da. So. Und das Wrack selbst hat. Hm, deswegen haben wir es wahrscheinlich nicht markiert. Oh, hätten wir trotzdem anders farblich markieren können, aber hey. Ein Medkit. Was? Ah, das Ding hätte noch wichtig sein können am Anfang. Und hier können wir theoretisch einmal durchpetzen. Aber die Tür geht einfach so nicht. Das hat nichts mit Aufmachen oder sonst irgendwas zu tun. Ja. Nö. Oh, warte. Aha. Was? Kannst du mir noch nicht so einen neuen Bereich hier geben und dann einfach nichts drin haben? Seaglide, willst du mich verarschen? Das ist jetzt alles durcheinander gewirbelt, weil ich es da drüben so durcheinander gewirbelt habe? Das ist jetzt echt ein Raum mit drei Seaglide-Fragmenten, ne? Ich weiß ja nicht. So. Dich noch. Vergessen. Ja, ein wenig enttäuschend, aber okay. Du hattest jetzt nichts Schweißiges, ne? Das haben wir gerade gelernt da. Ne, gut. Dich können wir auch abhaken. Und jetzt hätten wir hier theoretisch. Ja, die Dunes. Ich meine, wir sind gerade hier. Wir haben keine Motte, die wir verlieren könnten. Das ist eigentlich. Instant creepy. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Geh einmal kurz hoch. Genau, schön an der Wasseroberfläche rumplanschen, um eine möglichst große Oberfläche zu bieten und Geräusche zu machen, damit. Wie wir Tana angelockt werden. Das ist eine sehr schöne Taktik, Riley.
so viel zu. Er geht einfach nur entspannt Platin suchen. Nee. Schicken wir ihn hier noch in die... Quasi... Es ist so dunkel. Quasi Hölle. Power Cell. Ja, hätten wir die mal dabei gehabt. Nee, hätten nichts gelöst. Das Ding wurde so schnell gefressen, als wir rausgegangen sind. Ich hätte nur auf die Stromanzeige achten müssen. Das war noch nie ein Problem gewesen, ne? Wir hatten nie Stromprobleme. Wir waren viel zu lange am Abenteurern. Eigentlich sollte hier kein Reaper sein, sonst hätten wir ihn gehört, richtig? Das sind alles Sachen, die wir schon haben, aber wenn wir hier irgendwo mal eine Basis... Haben wir nicht eine Basis hier in der Nähe? Wenn wir hier irgendwo mal eine Basis bauen sollten, was sehr gefährlich klingt, dass wir dann hier scannen können. Bist du ein Engine-Teil? Ja. Ich würde mich dann, wenn aber ganz gerne in Richtung der Sterne aufbewegen. Und. Ja, und dem Ding da. Mal nach Süden. Ist das hier Süden? Ich glaube, das ist Süden, auch wenn der Magnet gerade wieder spinnt. Ich tausche Titan. Gegen eine Batterie. Oh, eine Datenbox einfach so. Stasis Pylon. Was bist du? Wir hätten eher hierher kommen sollen. Da. A device which can be commanded to trigger a stasis pull around itself, to temporarily freeze local fauna, to allow safe entry or exit into the sea base. Also können die Basis gar nicht kaputt machen, wenn die da einfach so rumschwirren können? Damit könnten wir Leviathan töten, richtig? Wir müssten nur eine Basis in der Nähe von dem Leviathan-Gebiet bauen. Also jetzt in den Dunes oder was auch immer. Bauen dann so ein Stasis-Pylon, wofür wir zwei Polyanilin brauchen, wofür wir wieder diese Augen brauchen. Und sechs Azerite, ja. Genau, dann stasifizieren wir den Leviathan damit und gehen mit dem Messer auf ihn los, solange bis es vorbei ist. Oder wenn sie wirklich stehen bleiben und dann mit diesen Gift-Torpedos. Klingt zumindest nach einer Möglichkeit. Süden? Ja, du willst jetzt schon so von der Ausrichtung her gleich zu diesem besonderen Gebiet, ha? Na gut, dann markier das mal. Da. Irgendwo da unten. 360 Meter ist jetzt nicht so toll. Können ja, und wir brauchen Sauerstoff. Wir sind fast oben. Der hat nichts gesagt. Fuck. Ich gehe nicht mehr nach oben. Wir haben 180 Sekunden. Okay, hier ist das bessere Gebiet. Können wir jetzt was sehen. Und da ist auch Sauerstoff.
Deswegen gehen wir nicht in die Crash Zone. Da hinten ist noch einer. Welche Richtung ist das? Südwesten hier. Richtung dem anderen Rug, was wir nicht ordentlich markiert haben. Unbedingt die Gun woanders hinschieben. Dahin. Den Scanner dahin, dann ist okay. Trink eins von denen. Die Sachen weg. Die 360 Meter Tiefe sind. Ja. Sind okay. Auch noch einer. Da oben gerade irgendwann noch einen gesehen. Oder das sind irgendwelche Verwirbelungen gewesen. Das ist echt schwierig zu erkennen manchmal. Nächster Schwung. Wir gehen los. Ihr seid dann einfache Pflanzen, ne? Ja. Hallo? Seid ihr gefährlich? Ich sehe keine großen Bewegungen. Flame. Oh ja, die brauchen wir. Das ist sehr gut. Warum ist es gerade so still geworden? Indigenous Lifeform. Iflame. Only encountered in a small ecological niche in a remote corner of the crash zone. This floral species may have once been far more abundant. The remaining area where these plants are found may only be a small remnant of what was once a larger region before the crash, but has since been replaced with a sandy wasteland. The main body of the plant consists of two layered bowls of upward-facing violet petals set atop a flat ring of white, firm, waxy leaves. While these leaves exhibit some luminescence and texture, they are not the most remarkable aspect of the species. At the center of the organism lies a soft sack of electrochemically active and extraordinarily luminescent tissue. When subject to thermal, mechanical or chemical stimulation, such as flexion or a change in ambient pH, the cells in this organ start to generate electrical potential, which over the entire body of the organ can amount to a significant voltage. Alles macht hier irgendwie Stromsachen. The utility of this mechanism is unknown, but it may serve some role in the plant's reproductive life cycle, perhaps signaling to the embedded seeds to begin the development process. Assessment. Application and fabrication of electrically active materials. Das klingt nach unserem Elektroanzug. Jetzt scannen wir gerade irgendein Gras dahinter. Wie baue ich dich ab? Inventory full. Flup. Flame Eye Core. Ihr seid die Lieben, ne? Ja. Hier sind echt viele davon. Das ist eine schicke Ecke. Laut Karte ist hier kein Höhlensystem oder ähnliches. Da ist noch so ein Sternauswuchs. Aber da ist auch nichts drauf. Da ist Void, ne? Ja, da ist Ende. Okay, ich würde schon ganz gerne mehr davon mitnehmen. Wir brauchen
Das brauchten wir für Luminol. Nein, für... für irgendwas hier oben. Für das Polyanilin. Richtig. Und das Polyanilin brauchten wir für die Blitzdingsgeschichte. Also für das Schocksystem von der Motte. Polyanilin, ja. Brauchen wir nur einen von. Also wir sollten wahrscheinlich mehr haben, weil die Motten irgendwie ab und an kaputt gehen. Aber ja, dafür wäre das das eine. Hatten wir noch irgendwas anderes mit Polyanilin? Der Name kommt mir wichtiger vor. Prawn Suit oder sowas ist für später. Nee. Nee, ich glaube, das wäre das erstmal. Ja, also damit Polyanilin herstellen und damit das Schutzsystem von der Motte. Gut. Also wir nehmen jetzt erstmal nur einen mit, aber wir merken uns halt, dass das hier unten ist. Da haben wir auch schon von dem PDA unsere Geological Marker Geschichte hier bekommen. Das war, als wir die Aurora zum ersten Mal betreten hatten. 2500 Meter. Genau, als wir die Aurora zum ersten Mal betreten hatten, hatte uns das PDA gewarnt, dass wir uns hier drum kümmern sollen, weil das nicht mehr so lange... weil das eventuell nicht mehr so lange da ist, wegen der ganzen Strahlung. Okay, wir haben jetzt durchgeknallte Leviathan gesehen, die meterweise aus dem Wasser rausspringen und wir haben jetzt eine extra Form von Leviathan. Wir haben kein Backup-Tank mehr. Doch, okay. Eine andere Version von Leviathan gesehen, die keine Töne von sich gibt. Den höre ich auch gerade nicht schreien. Ja, die kommen ganz nah ran und erst im letzten Moment schreien die. Da ist noch einer. Geh weg. Ist die Batterie aus? Die Batterie ist aus, ne? Ja, ich kann gerade nicht essen. Ich will weg aus diesem verfluchten Gebiet. Schön am Boden, dann haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Die sind alle jetzt hinter uns. 3 oder 4 Reaper. In die doofe Kiste, wo eh nur Wasser drin ist. Das ist nur Schrott. Ich glaube, wir sind jetzt raus. Das ist der Crash Zone. Ja. Was ein Abenteuer. Okay, also Riley braucht jetzt unbedingt Zeit zum Entspannen. Er geht jetzt zurück zu den Seathreadern. Sammelt das Platin ein, bringt dieses Auge zurück und setzt sich dann dran, die Motte abermals neu zusammenzuschrauben, inklusive Tiefenmodul 2 und dann die Vorbereitung für das Britzelsystem, damit wir dann solche Reaper und so weiter hoffentlich ordentlich verschrecken können, wenn sie denn sich nochmal, wie eben gerade, einfach so leise an einen Rand schleichen. Also, bis in ein paar Tagen.